Bevor ich den Roboter dann aber mähen lasse, räume ich noch alles, was stören kann. Wie zum Beispiel den Gartenschlauch, Gartenwerkzeug, Kinderspielzeug, Bälle und alle anderen Hindernisse weg. Dann den Mäher in die Ladestation setzen. Mit dem Startassistenten sind alle nötigen Einstellungen schnell erledigt. Damit schafft das wirklich jeder. Sogar die Programmierung des Mähplans. Wer will, kann den Mäher sogar ganz exakt auf seine Bedürfnisse einstellen. Dazu gibt's in der Bedienungsanleitung mehr Hinweise. Zuerst die Schnitthöhe auf 5 stellen, damit der Mäher das Kabel nicht beschädigt, solange es nicht überwachsen ist. Nach ein paar Tagen die Schnitthöhe dann runtersetzen. Vorm ersten Mähen überprüft der Mäher übrigens noch einmal, ob alles richtig gemacht ist. Dazu kalibriert er sich einmal, fährt zum Ende des Leitkabels und beginnt automatisch zu mähen. Den Mäher aber dann auch selbst prüfen. Findet er zurück in die Station? Dazu das gute Stück ca. 3 Meter vom Leitkabel in Richtung des Leitkabels positionieren. Dann die Modus-Taste drücken und Parken auswählen. Starten. Der Mäher folgt dem Leitkabel in die Station. Yay! Alles gut! Trotzdem den Mäher bei der Arbeit anfangs noch im Auge behalten und wenn nötig, das Kabel nachjustieren.